Nötige tun. Das Nötige tun, handeln, erfahren, mitteilen, das sind die Sachen, die ungeheuer wichtig sind. Und sie können nur in der Demokratie möglich sein, wo Transparenz ist. In unserem Land gibt es kein Tschernobyl offiziell. Und das ist die große Sorge. Wenn es in dem Land nicht existiert, wo das passiert ist, dann wie kann das in den Köpfen der Menschen anderswo existieren? Deshalb muss man dafür sorgen, dass in Belarus eine richtige Demokratie entsteht. Dass die Menschen, die für die Demokratie dastehen, unterstützt werden. Dann bekommen wir kein neues Atomkraftwerk, das jetzt gebaut werden soll. Und dafür sind nicht nur die Pläne, sondern die Verträge unterzeichnet worden mit der Internationalen Atomenergiebehörde. Wie schützen wir unsere Kinder? Wie schützen wir die Menschen, die hinter der Grenze leben, wenn ein neues Atomkraftwerk entsteht und die Tschernobyl-Folgen nicht beachtet werden, weil sie genauso unsichtbar stattfinden wie die Strahlen selbst? Wir Menschen müssen dafür sorgen. Die Ethikkommission hier in Deutschland unter Ethik. Was ist die Definition? Ist es die Ethik des Lebens und des Ehrfurcht und im Leben oder ist es eine andere Ethik? Vermuten wir, weil nichts gemacht wird, um den Menschen zu schützen. Und wir sagen immer, dieser Krieg des Atoms, des Friedlichen gegen den Menschen als Spezies. Der Mensch als Spezies wird vernichtet. Sie alle ganz herzlich hier im Wald von Gorleben begrüßen. Ich wusste nicht, dass Sie hier sind und erlebe das jetzt durch Zufall, weil hier gerade die Fernsehübertragung läuft, der Ethikkommission in Berlin zum Ausstieg aus Atomkraft. Я хочу вас всем поприветствовать в этом лесу возле Горлевена. Я не знал, что вы здесь есть. Сейчас в этот момент идет трансляция заседания комиссии по этике, которая именно обсуждает вопрос выхода из атомной энергии. Ich freue mich sehr, dass Sie sich alle aufgemacht haben aus der Ukraine. Nein, aus Weißrussland. Nein, wir sind inzwischen aus schon. Belarus, Tschernobyl betroffen, aber nicht aus Tschernobyl. Dass diese oberirdische Halle, die lagern als oberirdische wo Radioaktivabfälle, dass die überhaupt nicht gesichert sind gegen Flugzeugabstürze oder gegen terroristische Angriffe. Also das ist eine ganz unsichere Sache hier und wir versuchen eben alles dagegen zu tun, dass sich das weiter zementiert. Und jetzt wird immer noch weitere Atommülltransport hierher aus Le Hague, aus Sellafield, also aus Frankreich und aus England, die kommen hierher. Und es gibt eben einmal diese oberirdische Zwischenlager, dann gibt es eine Pilotkonditionierungsanlage, das ist so eine Fabrik, die den Atommüll auseinandernimmt und neu verpackt, dafür zur Verfügung stellen, weil wir nicht die Gewissheit haben, dass nach bestem Wissen und Gewissen hier geforscht und entschieden wird. Und solange wir diese Gewissheit nicht haben, benutzen wir unser Land als Faustpfand gegen die Pläne, die hier verwirklicht werden sollen. So anzulegen, dass sie unser Land nicht berühren müssen. Aber das führt dazu, dass nur ein ganz, ganz kleiner Teil des Salzstoffes untersucht werden kann. Und das ist eben auch etwas, was nicht zu vertreten ist. Also man muss ja wirklich die Erkenntnisse des ganzen Salzstoffs zugrunde legen, wenn man eben so eine weitreichende Entscheidung fällt, ob hier für Jahrmillionen man jetzt schon den Salzstoff gewonnen hat, die sprechen eine eindeutige Sprache, dass dieser Standort nicht geeignet ist und dass Salz nicht das beste Medium ist, um wirklich diese Sicherheit zu gewährleisten. Ist es nicht verfassungswidrig, so ein Gesetz zu schaffen, wie es in Ihren Fall ist?
Wir werden sehen, was unsere Gerichte dazu sagen. Wir denken, das ist verfassungswidrig, wenn man in einem Einzelfall ein Gesetz verändert. Dann braucht man kein Gesetz. Aber wir müssen abwarten, was die Gerichte dazu sagen. Jetzt ist es beim Verwaltungsgericht, dann kommt das Oberverwaltungsgericht und möglicherweise wird auch eine Verfassungsklage dagegen erhoben. Aussucht und noch nicht mal aus geologischen, sondern aus politischen Gründen einen Standort wählt, dann kann man nicht gewährleisten, dass man den bestmöglichen Standort findet. Das bedeutet nämlich, dass man mehrere Standorte miteinander vergleicht in einer Technologie, die noch nirgends auf der Welt umgesetzt worden ist. Kann man nicht mit einem Standort, wir verlangen ein alternatives Standortsuchverfahren. Wir verlangen Transparenz des Verfahrens, dass wirklich die Öffentlichkeit auch beteiligt ist und sich kritisch dazu verhalten kann und äußern kann. Und wir verlangen auch, dass zum Beispiel in den Ministerien nicht die Atomlobbyisten sitzen. Das ist nämlich das, was in unserem Land passiert. Dass im Umweltministerium und in den verschiedenen Ministerien, die entscheiden, da sitzen Atomlobbyisten, die ihr ganzes Berufsleben dafür eingesetzt haben, für die Atomkraft. Eben auch hier inzwischen aus unerklärlichen Gründen eine ganz groß erhöhte Zahl von Leukämiefällen, von Tumoren, gerade auch bei Kindern. Ja. Und man weiß, jede Strahlung zerstört. Es ist nur die Frage, wie stark sind die Kräfte des Körpers, dem zu widerstehen, zu regenerieren. Ja, und die ist eben bei Kindern sehr viel niedriger. Man hat die sogenannten Grenzwerte festgelegt, dann eben bei erwachsenen Männern. Reference Man. Das waren Soldaten bei den ersten Atomwaffenversuchen. Da hat man festgestellt, wie können sie das verkraften, dass sie jetzt so und so viele Zellen zerstört haben. Ja, man muss messen an dem ungeborenen Leben. An Embryos. Nur das ist ethisch vertretbar. Und das müsste eine Ethikkommission heute leisten, so deutlich zu machen, wir müssen Grenzwerte haben, dass jeder Mensch das Recht auf Leben wirklich verwirklichen kann. Das ungeborene Leben, wie viel ungeborenes Leben ist in Weißrussland? Das ist ungeheuer, wenn wir mit Zahlen hören. 100.000 ungeborene Menschen sind registriert worden, so bei den Berechnungen der Erwartung, der Zunahme der Bevölkerung, wurde jetzt festgestellt, 800.000 ungeborene. Und ein Papier von Keith Beresford. Der 10 Keith Beresford, der 10 Jahre lang das Also gut, ich lasse jetzt zukommen, Uschi. Jedenfalls vielen Dank, was du hier auf die Beine gestellt hast. Das ist echt unglaublich. Das haut mich direkt um. Mach ich auch. Es ist vielleicht für Sie was ganz Besonderes, das habe ich
das gibt es, also das habe ich in Russland zumindest erlebt, das hat immer großes Erstaunen verursacht, dass eine Familie über 310 Jahre an einem Ort lebt. Dafür sind wir auch sehr dankbar, dass das möglich ist.